Mount Grimrock. Ein turmgleicher Fels thront über den Wolken. Ein wettergegerbter Stein, der für Äonen stand, länger als die Geschichte der Menschen niedergeschrieben wurde. Es ist jetzt ein vergessener Platz, der nur in Erinnerung gerufen wird, wenn Dinge weggeschmissen oder vergessen werden sollen. Ein Luftschiff kämpft darum, die Höhe zu behalten, als es auf diesen Fels hinzufliegt. Vier Gefangene, gebunden durch schwere Ketten, treten aus dem Luftschiff. Das Gericht hat sie schwerster Verbrechen beschuldigt. Doch durch die Gnade des Königs werden alle ihre Sünden auf dem Mount Grimrock vergessen werden. Ihre letzte Prüfung steht bevor. Zahllose Gefangene haben hier ihr Pardon bekommen, aber sie sind nicht zurückgekehrt zu ihrem Leben in Freiheit. Ihr steht auf der Spitze der Welt und unter euch gibt es nur Dunkelheit und Gerechtigkeit, die auf euch wartet. Als sie in das offene Maul des Gebirges gestoßen werden, sind ihre Sünden vergessen. Jeder vor ihnen ist gestorben in den Gedärmen des Gebirges. Aber wirst du in der Lage sein, sie durch die Dunkelheit und in die Freiheit zu führen, die auf dem Grund des Berges wartet? So, ich hoffe mal, ihr konntet mit der Übersetzung leben. Warum kann ich mich nicht drehen? Oh, die haben WASD genommen, nicht die Pfeiltasten. Na gut, also wir wurden gerade hier runtergeschmissen. Alle unsere Sünden und Verbrechen sind vergeben und vergessen. Wir müssen nur noch hier rauskommen. Aber ich denke mal, das wird schwieriger sein als gedacht. So, bevor wir jetzt da weiter rausstürmen. Ich finde es cool, dass man strafen kann. Also WASD ist echt eine super Steuerung hier. So, bevor wir aber da rausstürmen und gegen irgendwelche Gegner kämpfen, sollten wir uns das Inventar und dergleichen noch alles angucken. Also, wir haben nichts, nichts und nichts. Hier haben wir die Angriffskraft und daneben die Zielgenauigkeit. Was haben wir hier noch? Hier sind seine Erfahrungspunkte, alle seine anderen Stats. Er hat ein bisschen Hunger. Hunger gibt es also auch, das finde ich schon mal sehr gut. Was haben wir hier noch? Hier sind seine Skills. Da hat er ja nicht wirklich viel. Wow. Ich habe euch ja vorhin schon gesagt, dass bei bestimmten Leveln von Skills die Boni bekommen. Und hier sieht man die halt alle mal aufgelistet, für die Äxte zum Beispiel. Und der Skill geht wohl bis 50. Ja. Also lässt das ahnen, dass es doch recht viele Level geben wird. Aber gut. Hier haben wir unseren Dieb. Dieb Level 1, auch hungrig, werden alle hungrig sein. Hier haben wir unseren Magier und hier noch ein Magier. Bei den Magiern würde ich jetzt nur gerne wissen, wie sie zaubern. Okay, wenn man rechts draufklickt, kommt so ein Runen. Oh, ich will jetzt nichts Falsches drücken. Also wenn man rechts auf die Hände draufdrückt, bei den Kämpfern schlagen sie zu. Und bei den Magiern wird das Runending hier geöffnet. Das ist dann ähnlich wie in Dungeon Master. In Dungeon Master war es ja so, dass die erste Reihe der Runen die Potenz quasi des Zaubers angegeben hat. Das heißt, wir drücken einfach mal den da. Und es kommt keine zweite Reihe. Und wenn ich das hier drücke, nehme ich mal an, wird der Spruch dann gesprochen. Klicknack ist nicht fähig genug, um diesen Zauberspruch zu sprechen. Also scheint das wohl schon ein Zauberspruch zu sein. Was ist hiermit? Klicknack Fizzles. Klicknack Fizzles. Klicknack Fizzles. Gab das wenigstens Erfahrungspunkte? Nein. Schade. Also so trainieren à la Dungeon Master mit einfach in der Ecke stehen und ganz viele Zaubersprüche sprechen, scheint nicht zu funktionieren.
aber die Mana-Punkte oder die Energiepunkte regenerieren sich. Ha, Energie scheint nicht Mana zu sein. Ah doch, bei ihm ist das. 60, 61, das regeneriert sich sogar relativ flott. Also probieren wir doch gleich nochmal den Spruch zu sprechen. Oder vielleicht ist er ja besser, weil er andere Skills hat. Nein, jetzt fizzeln Chicknack-Spells. Na gut, probieren wir mal einen anderen aus, den da. Ist nicht genug, hat den Skill nicht hoch genug. Fizzelt, fizzelt, fizzelt. Und Mana alle. Kein Skill hoch genug. Fizzelt, fizzelt. Okay. Anscheinend werden wir uns durch die ersten Level durchprügeln müssen. So, bei den Knochen fällt mir gerade hier auf, wir sollten unbedingt auf Schädel achten, denn unser Gorn hier liebt Schädel und wird dadurch immer stärker. Also alles an Knochen immer schön aufsammeln. So, kann man die Fackel rausnehmen? Ja, sehr schön. Hat die Fackel auch Angriffskraft? Ja, die Fackel hat 4 Angriffskraft. Juhu. Also wir haben unsere erste Waffe gefunden. Oh, ich habe gerade auf Schlafen gedrückt. Das wollte ich nicht. Schon gar nicht mit einer brennenden Fackel in der Hand. Hier oben haben wir wohl noch ein Menü. Also Schlafen. Oh, eine Karte. Und man kann Notizen machen. Super. Das wollte ich jetzt nicht. Geh weg. Rechtsklick. Ah. Aber das finde ich super toll. Das fand ich ja bei Anvil of Dawn schon so cool, dass man sich da Notizen machen kann. Das macht das Ganze gleich wesentlich angenehmer. So, dann haben wir hier das Menü und hier können wir es wegklicken. Okay. Dann mal weiter im Text. Bisher haben wir noch nichts zum Aufheben gefunden. Und ich weiß jetzt nicht, was genau man eigentlich alles anklicken kann. Also drücke ich einfach mal wüst in der Gegend rum. Und die nächste Fackel für ihn. Ach ja, genau so habe ich mir das Spiel vorgestellt. Nicht zu übertrieben, schön auf die Basics achten. Oh, was haben wir hier? Bettlerhosen. Und Bettlertunik. Die sollte aber eigentlich nicht er bekommen, sondern eher unser Dieb. So. Jetzt hat er Rüstungsklasse 4. Und er hat Rüstungsklasse 0, weil er halt Lucky Die ist. Warum auch immer die uns Lucky Die in den Dungeon runterschmeißen. Aber gut. Das mal wieder weg. Ein Kudjel. Was ist, wenn wir 2 Waffen gleichzeitig in der Hand haben? Was sagen die Stats? Das hat schon mal wesentlich mehr Angriffskraft. Also ich kann nur rechte Maustaste auf beide Hände gleichzeitig wohl drücken. Und man sieht nicht wirklich, mit was er zuschlägt. Gab es hier irgendwo... Ah ja, hier ist linke Hand, rechte Hand. Vielleicht schlägt er mit beiden gleichzeitig zu. Das könnte natürlich auch sein. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er ein Rechtshänder ist. Ist zwar ein bisschen anmaßend, aber gut. Noch eine Fackel. Und die tun wir jetzt nicht in die Hände. Die verstauen wir einfach nur. Eigentlich sollten wir auch nur mit einer Fackel rumlaufen, weil die werden irgendwann alle sein. Aber die Fackel ist ja auch gleichzeitig eine gute Waffe. Obwohl, er braucht gar keine Waffe mehr. So. Jetzt haben wir eine Fackel als Waffe. Und er hat seine Keule. Klick. Also soweit ist es noch recht überschaubar. Hier kann man auch nichts andrücken. Jetzt hätte ich gerne mal einen Gegner zum Testen. Oh, ein Stein. Den wir gleich da liegen lassen müssen. Was ist das da eigentlich für ein Zeichen da oben? Das haben wir bei den Magiern doch schon mal gesehen. Fizzel. Fizzel. Und ich glaube, ich kann es mir langsam verkneifen, die Fackeln aufzuheben. Hier scheint es ja recht viele davon zu geben. Oh, was haben wir da? Ein Schlüssel. Ich sollte mir abgewöhnen, immer rechte Maustaste da drauf zu drücken, weil dann greifen die gleich an. Und er schlägt jetzt zu mit einer Keule und einem Schlüssel. Gleichzeitig. Sieht bestimmt lustig aus. Jo. Tür mit Schlüsselloch. Was müssen wir da bloß machen? Aber vorher lag hier noch ein Stein. Oh, kann man Steine schmeißen? Ja, sehr schön.
nicht sehr schön, der ist kaputt gegangen. Ach ne, hey, er hat den automatisch aufgehoben. Schmeißen wir nochmal. Laufen wir drüber und er sammelt es wieder ein. Das ist doch mal ein Service. So, Schlüssel da rein. Jetzt hätte ich wirklich gerne mal einen Gegner, nur so testweise. Hier haben wir schon mal ein Schloss. Hier ist ein loser Stein. Da ist noch ein loser Stein und noch ein loser Stein. Ist das irgendeine Zauberrune? Nein. Gibt es vielleicht einen Identifizierungszauber? Wenn ja, dann kennen wir ihn nicht. Ah. Ah, okay. Unsere Helden wissen wohl, was das bedeutet und die Übersetzung ist loser Stein. Also wir sollen auf einen losen Stein achten und den haben wir da gesehen. Okay. Also müssen wir nicht irgendwelche Identifizierungszauber lernen und auch nicht das Ganze jetzt auf Papier aufschreiben und später mühsam übersetzen. Wir müssen einfach nur draufklicken. So. Hier war das. Da. Dum dum. Kann man irgendwie nach oben gucken? Anscheinend nicht. Aber dieser eine lose Stein war schon recht schwer zu erkennen. Oh, Gegner. Stirb. Komisches. Nein, ich wollte nicht. Schmeiß. Okay, vielleicht hätten wir einfach den da stehen lassen sollen. Und weg. Ja, die können gar nicht schlagen. Weil sie auch in der hintersten... Oh, wir sind in Ecke gedrängt. Ecke drängen ist nicht gut. Wir sind doch in der Ecke, oder? Ja. Ja, prügeln wir einfach mal durch. Wäre echt schön, wenn wir irgendeinen Zauberspruch kennen würden. Damit die hinteren Jungs auch was Produktives machen können. Und ich denke mal, wenn wir jetzt auf normal gespielt hätten, wäre die schon längst tot. Aber wir wollen ja keine leichte Abenteuerrunde haben. Wir wollen es schwer haben. Aber wenn er jetzt sterben würde, wäre es doof. So, was haben wir hier? Ein Stück Schnecke. Nein, das ist echt wie ein Dungeon Master. Und ich habe schon wieder rechte Maustaste gedrückt. Da kommt man die Gegner ja auch mit der Zeit aufessen. Wiegt 2,4 Kilo. Ist essbar. Yummy, Schneckenteile. So. Jetzt verstauen wir unsere Fackeln und schlafen erstmal. In der Hoffnung, dass wir hier nicht gestört werden. Und mal gucken, wie viel Essen wir jetzt hier verbrauchen. Nicht besonders viel. Aber wir haben ja auch nicht sehr lange geschlafen. Und sehr viel dunkler ohne Fackel ist es. Ah ja, doch. Ein bisschen dunkler ist es schon. So. Also, die Gegner haben es auf jeden Fall in sich. Auch wenn es nur so eine kleine Schnecke war. Was haben wir hier denn alles Schönes? Wir haben Stiefel. Die bekommt er. Lederhose bekommt er. Und ein Dolch bekommt er. Ist ja auch ein Dieb und so. Oh, der Dolch hat aber nur ein mehr Angriffskraft. Als eine Fackel? Na, das ist schon komisch. Na gut, Stiefel an. Hose an. Das war's. Aber die Fackeln können wir später, wenn es ein bisschen unübersichtlich auch wird, auch benutzen, um zu gucken, wo wir schon waren und wo nicht. Ist sonst irgendwas? Kein loser Stein? Nö. Ziehen. Da hat was geflackert. Achso, das war nur die Fackel. Und Wurfmesser. Ah, die kriegt doch mal er. Würde zwar auch zu unserem Dieb passen, aber der ist ja eh in erster Reihe. So, Schnecke. Ich greife jetzt... Oh, denn da ist gleich noch eine. Das ist nicht gut. Wollen wir kurz gucken, ob wir hier irgendwo zurücklaufen können und eine Tür schließen hinter uns. Ja. Das war ja auch eine bewährte Taktik bei Dungeon Master. Vor eine Tür stellen, warten, bis ein Gegner rankommt und dann die Tür runterdonnern lassen. Das probieren wir jetzt auch mal. So, werf, werf. Das war's mit unseren Wurfwaffen. Jetzt hauen wir die im Rückwärtslauf noch ein bisschen an. Und deponieren sie dann unter der Tür. Zack. Komm her, du glitschiges, schleimiges, dickiges Ding, das wir vielleicht noch essen werden. So, da ist die Tür. Sie ist durchgeruscht. Du bist eine ganz schön schnelle Schnecke, weißt du das? So,
Essen, Essen, nichts anderes dabei. Na gut. Aber ja, solange wir weglaufen können, sind die Gegner nicht ganz so schwierig. Da kommt die Schnecke, wir sammeln noch schnell das andere Wurfmesserchen ein. Ach, haben wir schon. So, stirb, stirb. Und wir wollen nicht zaubern. Nein, wir wollen nicht zaubern, wir wollen werfen. So, können wir dich jetzt vielleicht mal testweise unter die Tür locken? Bitte, bitte. Können wir ganz lieb fragen. So. Drücken wir einfach jetzt schon mal. Nö. Kommst du jetzt? Hihi. Nee. Das geht also leider nicht. Oh, und es wird angezeigt, wie viele Erfahrungspunkte man für die Gegner bekommt. Wie viel war denn das jetzt? Drei Schnecken waren nicht wirklich viel. Kriegen alle gleich viel? Ja. Okay. So, dann gucken wir doch mal, was die bösen, bösen Schnecken bewacht haben. Der Stein gehört ihm. Einmal eine Tür mit diesem komischen Zeichen oben drauf. Da geht's wohl weiter. Gucken wir erstmal noch hier lang. Noch eine Tür. Ja, langsam sind wir in einem richtigen Dungeon und nicht nur in einem Tunnel. Und was zu essen. Was leckerer schmeckt als ein Stück Schnecke. Was auch nicht wirklich schwer ist. So, da... Was haben wir hier? Um die Fallgrube zu schließen, etwas muss fliegen. Also, um die Falltüre zu schließen, muss etwas fliegen. Stein? Das war nicht schwer. Ich habe den Verdacht, wenn wir jetzt darüber gehen und vorher den Stein aufheben, fallen wir runter. Das testen wir jetzt mal. Also ich speichere mal ab. Da, LP01. Jo. Nimm den Stein. Autsch. Hey, wir haben es überlebt. Und? Du kannst nicht fliegen. Was kann denn fliegen? Das Rätsel haben wir schon gelöst. Also hier wieder nochmal ein Tipp, wie man das Rätsel lösen könnte. Aber gut, gut zu wissen, dass man in Fallgruben runterspringen kann und auch wirklich ein Level tiefer landet. Somit kann man vielleicht in Gebiete kommen, wo man sonst nicht rankommen könnte. Wie halt bei Dungeon Master. Und ja, das Spiel werde ich noch sehr oft erwähnen. Tut mir leid. So, erstmal schlafen wir jetzt schön wieder hoch. Dann speichern wir gleich nochmal ab und dann gibt es eine kleine Pause. Fackel in die Hand. Nochmal abgespeichert und wir sehen uns gleich wieder. Bis denne.